Hebschub-Treter versteckt. Oh, bing, weg. So. Und schon wieder Action pur. Meine gesamte Familie ist im. Ja. Also, ich gehe jetzt schon, gell? Ja, hier ist ja noch die Gefangene. Hey, schön, dich zu sehen. Bist du nicht? Danke, der Typ. Boah, ich hätte bald beinahe die Alte abgeschossen. Ja, ja. Weil der Bär auch immer auftauchte. Brauchen wir noch ein Braunbärenfell, ne? War da gerade ein Braunbär? Weiß ich gar nicht. Das eine war Braunbär und das andere war jetzt ein Schwarzbär, ja. Ja. Zeig euch, was eine echte Patriotin ist! Ja, ja, beruhig dich, wollen wir mit dir reden. Scheiße, ein Puder! So, der ist fertig. So. Nicht überleben. Yeah, die sind erledigt. So, hör mal auf wegzulaufen hier. Mutti. Große Klappen lässt sich gleich erschlagen, ne? Ja, komm. Unsere Späher haben ein Flugzeug auf dem Lansdowne-Flugplatz entdeckt. Wir müssen nur an Jacobs Patrouillen vorbei und es uns holen. Zusätzliche Luftunterstützung wäre nicht schlecht. Gut, Hangar-Ärge entdeckt. Gut. Aber jetzt aber mal so langsam hin zum. Posten. Können wir auch laufen. Ja, sag mal, gehst du zu einer Hochzeit? Erkennst du mich nicht, wer ich bin? Gehst du zu einer Hochzeit, verstehst du? Bin. Oh. Na, mal gucken, was der drin hat, wa? Ja. Nee, ich bin doch hier der Joseph oder wie die heißt. Was bist du? Ach. Das ist doch nicht spannend. Na, die reparieren. Was ist es? Heißt sowieso nicht. Ja, was ist denn das? Ein LMG. Ach so, dann hast du das schon. Ja, dann hast du das schon. So, bevor wir da mal hinkommen, ist natürlich eine ganz schöne Aufgabe hier. So. Hier war wieder einer mit einem roten Kopftuch. Jetzt gucke ich da. Rotes Kopftuch. Ja, der. Hatte so eine rote Skimaske auf. Das andere. Jetzt bin ich gespannt, ob das ein Leutnant war. Ich guck gleich mal nach. Nee, das war kein Leutnant. Ich dachte, das wäre der hier, der mit dem roten. Gott. Babo, keine. So, jetzt hören wir auf, jetzt zu ballern. Jetzt gehen wir da mal hin. Ja, wieso? Das war so ein Dings hier. Der hat Uri gemacht. Was, der hat Uri gemacht? Ja, der hat Uri gemacht. Ich wollte auch mal reingucken, aber ich glaube, ich kann nicht nehmen. Ich kann nur reparieren den LKW. Nee, will ich nicht. LKW kannst du nicht reparieren, ja. Peacher, ja, komm, greif rein. War Pidiasch. Wir verballern schon die ganze Munition, bevor wir da sind. Das ist nicht gut, was wir so machen. Wir müssen, glaube ich, mal durchlaufen. Heute war Bitis abgeschlossen. Gut. Zwei Vorteilspunkte. So, ich sehe schon eine Alarmanlage. Zwei sehe ich jetzt schon. Gut. Mal runter. Erstmal Auskundschaften.
Oh. Da wollte ich hin. Steht natürlich ungünstig, der andere. Die vorne kriegen wir noch weg. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte mal einen Dings drauf machen. Halleluja. Halleluja. So. Ein. Lass ihn nicht entdecken. Nee, nee. Nee, ist schon passiert, ne? Nö. Oder warum schießen die da so wild? Ich hab keine Ahnung. Auf mich jedenfalls nicht. Na Gott. So. Da irgendwo der Alarm? Auf sie schießen? Nee, schade. Der ist zu hinterm Haus, glaube ich. Nee. Die kriege ich nicht abgeschossen von hier oben. Mal langsam reinschleichen. Keinen Alarm auslösen, bitte. Achtung, Puma. Oh, Alarm war doch aus, gut. Au. Au, du tot. Au, au. Kam hier durch den Zaun von außen rein, die war schon drin. Nein. Was kam da wirklich von außen oder was? Ja, ja, ich war schon drin und da tat sich plötzlich im Zaun ein Dürrl auf, ein Dürrl. Und da kam die von außen rein. Habe ich nicht damit gerechnet. Ah. Genau da, wo du jetzt bist. Jo. Wo fliegst du noch da irgendwo? Ich lieg da rum, ja. Ach, mitten da lieg ich. Jo. Ja, komm hoch hier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Gott. Ja. Ah, es geht aber durch. Ja, ist auch nur Plastik, ne, was hier vorhängt. Ja. Da kannst du auch schon mal durchgehen. Ey, Peach hat was. Hat Peaches umgebracht. Ihr Säcke. So, jetzt haben wir sie alle. Kein Alarm? Gut. Ich dachte, der Alarm wäre noch aktiv da hinten, aber der war schon längst zerstört. Trotzdem hat er irgendwie angezeigt. So, jetzt haben wir sie befreit, freut sie sich. Juhu! Ist sie? Wo ist Peaches? Peaches, wo bist du? Das geht nicht. Peaches. So, was läuft denn so einen Haufen los? Ach, da kommt er angewächst. Dein Timing ist bemerkenswert. Weißt du, wie man einen Pilger suchen Erlösung? Diese Pilger suchen Erlösung, Mensch, weil, wenn ich die erwische, die reibe ich die Flügel einzeln raus. Genau. Jo, mein Kleiner. Jo. Du wurdest gesegnet. Oh, oh. Das heißt doch immer, wer von allen angegriffen oder was? Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich nicht genau. Hatten wir ja schon mal. So. Oh, guck mal, er angelt hier. Immer Entschuldigung, die Angler und das Sichter muss ich gleich niesen, du. Da gibt's bestimmt nützliches Zeug zu holen. Guck mal, da liegt die ganz lange Angelschnur auf dem. Da siehst du die. Eine riesenlange Angelschnur liegt da. Ja. Das ist für Walfische. Ja, genau. So.
So, jetzt mal. Jetzt werfen wir mal auf. Hui. Na komm, komm, komm. Und? Anschieben. Ja. Ja, ist doch grün, komm. Komm mal rein, der Ding hier. Na komm. Ja, ja, komm, 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 komm. Regenbogenfahrerle, jupp. Oh, schönes Tier. Ja, genau. So forellig, ne? Ja, so glitschig in der Hand. Hier. Yeah. Ja, so. Ach, da hinten ist noch ein Waffengeschäft. Im Hafen kann jetzt endlich wieder Normalität einkehren. So, da kann man dennoch reden, ne? Bleib bitte geschmeidig. Mama wird bald ein bisschen Dampf ablassen müssen. Adelaide Dropman, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Jo. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. $50 habe ich. Die Scheißkerle haben meine Tulip. Ganz schön groß. Der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Das Chef ist ja ganz schön Geld. Ja, sag mal ruhig. Sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Diese Donnerfotzen. Also was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Du hast also meinem Gefängnis geholfen. Danke, dass du meinen Knastbrüdern geholfen hast. Machen wir demnächst. Das geht jetzt mal gucken, was hier so rumliegt. Oh, nicht viel. Das ist fantastisch. Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Ja, ja. Wir uns ein Arcade spielen. Dass sie einen das so aufdrängen, so richtig, das finde ich kacke. So, lesen. Probier's aus. In dem Spiel kannst du deine eigenen Level erstellen. Kann ich auch erschießen? Gut. Der gibt mir auf dem... Gelinde gesagt, auf dem Zeiger. Jetzt hab ich ihn erschossen. Jetzt hat er nichts mehr. Da hätte es einen Waffenverkäufer. Munition kaufen, gut. Hier ist auch Dings hier. Du. Danke, dass du diesen Ort. Ja, ja, schnack nicht. Gegenstände kaufen. Ah, okay. Du. Granaten. Das brauchen wir. Und der brauchen wir. Gut. Und normale Munition, ja. Grizzlybärenhaut. Oder was, ein Grizzlybär, den wir auf der Straße erschossen haben? Das braune Ding war ein Grizzlybär. Okay. Du. Kriegst Eulen nach Athen? Oh, wer ist sie hier? Ich habe einen Auftrag für jeden Angler, der Zeit hat. Okay, am erzähl mal. Am Yachthafen schwimmt ein riesiger Albino-Fisch herum. Oh, Ragnar, den Schrecklichen. Die Leute versuchen, Ragnar schon ewig zu fangen. Aber das, der ist verdammt stur. Das ist was für Olaf, ja. Ja. Es wäre gut für die Moral, wenn ihn endlich mal einer fangen würde. Ich glaube, du hast, was man dazu braucht. Jo, eine lange Route. Nehmen wir mal an, Olaf, komm mal da hinten. 424 Meter. Das ist mein Liebste. Da freut sich der Olaf und das sehen wir dann in der nächsten Folge, ne? Gut. Mach mal ein kleines P. Kleines P.